Herr Nimczyk, Sie vertreten das Trabsport-Element und zwar ausnahmsweise bei diesem Empfang im Levante-Haus bei den Galoppern, aber es gibt viel mehr Anknüpfungspunkte, als man denkt. Sie haben vorhin gerade ein Plädoyer dafür gehalten, dass Hamburg den Trabrennsport braucht, richtig? Auf jeden Fall. Nicht nur Hamburg, ich denke, ganz Deutschland braucht den Trabrennsport und deswegen freue ich mich, heute hier sein zu dürfen und dabei sein zu dürfen und dafür sprechen zu dürfen. Die Bahn in Hamburg-Horn ist legendär für den Galoppsport. Bahrenfeld hat natürlich auch eine riesige Tradition. Aber wenn es dann tatsächlich so sein sollte, dass das eine und das andere nicht parallel existieren, sondern die Behörde und die Hansestadt sagt, wenn, dann auf einer Bahn. Was spricht aus Ihrer Sicht dafür, dass man dann sagt, Hamburg-Horn verträgt es? Vieles, weil ich denke, im Leben ist es immer so, man kann vieles zusammenschaffen und Galopp- und Trabrennsport, warum nicht? Es geht um Pferde und ich glaube, man kann die Galopp-Zuschauer teilweise vielleicht für Traber begeistern, andersrum genauso. Ich gucke mir auch gerne Galopprennen an und deswegen glaube ich, ist das unheimlich positiv und kann sehr, sehr gut werden für beide Seiten. Sie haben gerade richtigerweise gesagt, es geht in jedem Fall um Pferde. Können die Traber von den Galopper und die Galopper von den Trabern vielleicht auch was lernen? Naja, nicht im direkten Sinne, weil... Nee, aber im Übertragenen zum Beispiel, was Öffentlichkeit, Marketing anbelangt. Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. So Abende wie heute hier sind schon sehr, sehr positiv und man kann sehen, dass der Galopprennsport dadurch auch sehr gut vermarktet wird. Und das wäre natürlich für den Trabrennsport auf keinen Fall schlecht, ganz im Gegenteil. Alles lebt von Werbung und von Reklame und so Abende sind dafür nur positiv. Gut, vielen Dank und weiterhin eine erfolgreiche Saison. Da kommt ja auch noch ein bisschen was. Danke.